Vor allem der Adam, der hat sich überhaupt nicht unauffällig verhalten. Einfach mitten in die Menge reingebrüllt. Gerda! War leicht auffällig. Aber gut, zumindest haben wir jetzt noch eine weitere Chance. Puh. Ich dachte schon, das wäre jetzt vorbei gewesen. Aber wahrscheinlich war es auch einfach das sinnvollere Weg. Weil weiß Gott, was jetzt noch im Bus passiert wäre. Oh, was ist denn hier los? Hä, wo sind denn die Wachen? Ach, da hinten. Barrikade verstärken. Okay, warum? Also... Wir brauchen eine gute Barrikade. Los, helft! Warum lassen die uns das durchgehen? Ich hätte jetzt eher erwartet, dass die auf uns schießen, wenn wir sowas machen. Wir können das Auto nehmen. Oder wir nehmen eine Parkbank. Ausreißen. Was? Markus wird zum neuen Hulk. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, das Auto zu schieben, weil ich habe das Gefühl, das nagt ein bisschen in der öffentlichen Meinung. Hey, helft mir! Let's try it. Und los! Schieben! Drück, 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 drück! Ob die Demonstration gut ausgeht, na, ich sag's euch, ich bin da noch nicht wirklich so überzeugt von. Gut, das sollte reichen. Wobei, was heißt nicht überzeugt? Eigentlich denke ich schon, dass es friedlich ausgeht. Ich weiß, das war keine leichte Entscheidung. Da hast du recht, Josh. Aber wir tun sicher das Richtige. Das glaube ich auch. Alles andere wäre, glaube ich, nicht gut geändert. Schicke den Journalisten eine Botschaft. Unterstütze deine Leute. Das Gute ist halt echt, wie gesagt, dass die öffentliche Meinung gut über uns denkt. Oder dass die öffentliche Meinung positiv ist. Und nicht negativ, weil sonst hätten wir, glaube ich, ein größeres Problem. Markus, wir haben, was du wolltest. Da hinten sind Journalisten. Sie müssen mitkriegen, was hier passiert. Überprüfe die Position der Soldaten und halte die Barrikade, aber erstmal unterstützt mir kurz unsere Leute. Viele unserer Leute sind gefallen. Die Menschen haben kein Mitleid mit denen, die anders sind. Leider ist das auch in unserer aktuellen Gesellschaft so. Zum gewissen Grad zumindest. Man merkt eine bestimmte Relation. Denn nicht jeder ist in unserer Gesellschaft eingeschlossen. Ob das auch jemals komplett erreicht werden kann, dazu müsste jeder die gleiche Meinung haben. Und das wird, glaube ich, so schnell erstmal nicht passieren. Okay, wir haben ein bisschen Feuer gemacht. Was brauchen unsere Leute noch? Die Position der Soldaten noch überprüfen. Sprechen. Alles in Ordnung? Sie schossen in die Menge. Viele von uns sind tot. Es hätte mich treffen können. Ich habe Angst, ich will mich nicht abschalten. Wir sind hier, weil wir nie wieder diese Angst spüren wollen. Weil wir mehr sind, als Sie behaupten. Dafür ist unser Volk gestorben, stimmt's? Darum sind wir hier.
brauchen auf jeden Fall die Unterstützung von unseren Leuten, ansonsten können wir diesen Kampf niemals gewinnen. Lesen. Erstmal ein Buch lesen. Okay, sie fordern uns heraus. Androidenaufstand in Detroit. Präsidentin Warren auf Staatsbesuch in Großbritannien. NATO-Sicherheitsrat über arktischen Disput gespalten. Sie fordern uns heraus. Androiden in den Straßen Detroits bieten ein apokalyptisches Bild. Die Stadt steht unter dem Bann des nationalen Produktrückrufs, bei dem die Androiden aus Privatwohnungen und Unternehmen vorsorglich zerstört werden sollen. Doch jetzt hat sich eine Gruppe Androiden, die mit den jüngsten Terrorangriffen der Androiden in Verbindung gebracht wird, in einer Machtdemonstration versammelt. Polizei und Militär sind bereit, die Zivilbevölkerung zu schützen und mit der Bedrohung fertig zu werden, aber die Androiden haben sich an einer befestigten Position verschanzt und scheinen die bewaffneten Konfrontationen zu suchen. Präsidentin Warren ist sich der Situation angeblich bewusst. Captain Fowler von der Polizei in Detroit, leitender Beamter der Androidenermittlungen, erklärt, die Sicherheit der Bürger Detroits hat oberste Priorität. Wir hoffen, dass die Angelegenheit schnell beendet und uns auf das Sammeln der Androiden konzentrieren zu können. Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wir informieren Sie live. Feedlost. Oh. Feedlost? Okay, komisch. Was auch immer das bedeutet. Keine Verbindung mehr, oder was? So, informieren wir uns mal über die Position der Einheiten. Drei vorne. Und sechs hinten. Geht ja noch. Das hält sie nicht auf. Was machen wir, wenn sie angreifen? Standhalten. Das ist die einzige Option. Aber... Glaubst du, Connor kann es irgendwie schaffen? Wir können uns nur auf uns selbst verlassen. Das glaube ich auch, ja. Das mit Connor ist halt echt blöd. Also das war halt so dumm einfach, dass mich das einfach richtig geärgert hat. Und auch noch jetzt noch ärgert. Das muss ich eigentlich nachspielen an der Stelle. Das wird nicht viel bringen, aber es ist wohl besser als gar nichts. Sie gehen in Position. Wenn sie angreifen, wird niemand überleben. Ja, aber wieso haben sie nicht schon angegriffen? Es gibt keinen Ausweg. Sie werden uns töten. Oh, das wollte ich eigentlich nicht sagen. Wir können nur hoffen, dass unser Tod nicht bedeutungslos ist. Du bist die Hoffnung für unser Volk. Ich vertraue dir. Wir alle vertrauen dir. Was immer jetzt auch passiert, wir schreiben Geschichte. Also ich verspreche euch, bevor ich dann die nächste Aufnahme, oder nachdem ich die nächste Aufnahmesession starte, werde ich nochmal... Marcus! Marcus, komm her! Ich werde es gleich nochmal erzählen. Marcus? Ich will mit dir reden, Marcus. Komm schon, du hast mein Wort. Sie werden dir nichts tun. Geh nicht. Das ist eine Falle. Sie wollen dich aus der Deckung locken. Geh nicht, Marcus. Ich bin nicht bewaffnet, Marcus. Ich möchte nur reden. Zur Not müssen wir uns opfern. Ich nehm's an. Ich muss hören, was er zu sagen hat. Und wenn sie dich töten? Das Risiko muss ich eingehen.
Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Ich habe das Gefühl, das ist ein Hinterhalt. Aber ansonsten hätten sie uns auch schon so töten können. Also macht ja eigentlich keinen Sinn. In ein paar Minuten kriegen die Truppen den Befehl. Keiner von euch wird überleben. Dann ist alles vorbei. Doch du kannst das verhindern. Was soll das heißen? Ergib dich. Ergib dich und ich gebe dir mein Wort, dass dein Leben verschont wird. Ihr werdet inhaftiert. Aber keiner wird zerstört. Was ist mit den Androiden, die bei den Lagern demonstrieren? Unglücklicherweise waren dort keine Journalisten, die ihnen halfen. Ihr seid alle. Ihr seid die letzten Abweichler. Wenn ich darauf eingehe, woher weiß ich, dass sie Wort halten? Du bist nicht in der Position, Garantien zu fordern, Marcus. Du kannst jetzt nur noch entscheiden, ob du mir vertraust oder nicht. Sie wollen, dass ich meine Leute verrate? Ich biete dir die Chance, deine Leute zu retten. Du wirst hier nicht lebend rauskommen, Marcus. Das Einzige, was du retten kannst, ist das Leben der anderen. Nein. Ich sterbe lieber hier, als mein Volk zu verraten. Tja, das ist wohl dein Todesurteil. Was ist passiert? Was hat er gesagt? Die Menschen werden gleich einen Angriff starten. Und wir werden ihnen zeigen, dass wir keine Angst haben. Wenn wir heute sterben müssen, dann sterben wir frei. Oh yeah. Es kann aber auch nicht die einzige Möglichkeit sein, lebend rauszukommen, indem wir so einen Handel annehmen. Lieber lehne ich ihn nach wie vor ab, auch wenn wir dadurch alle sterben. Wird doch Zeit. Wir wurden aufgehalten. Hat euch jemand gesehen? Nein, ich glaube. Ich hoffe nur, nicht. Dass uns hier keiner verrät. Haben Sie das Geld? Ja. Ne, dass es hier Undercover-Agenten sind oder sowas. Okay, die Boote sind da drüben. Es gibt Patrouillen am Ufer und auf dem Fluss. Startet den Motor erst, wenn ihr weit genug seid. Okay? Achtet auf die Strömung. Das geht schief. Viel Glück. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir verraten wurden. Ich glaube, das geht nicht gut aus, sage ich euch. Macht dir keine Sorgen. Wir schaffen das. Mit wem kann ich hier noch reden? Luther oder? Nee. Ich konnte nicht verstehen, warum meine Mutter euch helfen wollte. Aber zu sehen, was Marcus tut, hat mir gezeigt, dass sie recht hat. Ihr lebt. Ihr verdient, frei zu sein. Ich hoffe, dass das alle irgendwann begreifen. Das hoffe ich auch.
So, dann schauen wir nochmal bei der Rose vorbei, was sie noch zu sagen hat. Es ist keine halbe Meile zur anderen Seite, okay? Es sollte nicht lange dauern. Vorsichtig, es sind Grenzpatrouillen auf dem Fluss. Vielen Dank, Rose. Ich wünschte, ich könnte euch rüberbringen. Ich lasse euch nicht gern hier zurück. Wiedersehen, Alice. Hey, und ihr passt gut auf euch auf. Okay, wir sehen uns auf der anderen Seite. Hilf Alice, an Bord zu gehen. Okay. Ich hoffe nur, das geht gut. Eine schöne Aussicht. Ich hoffe nur, dass wir da auch da ankommen. Die Freiheit liegt am anderen Ufer. Bloß nicht reinfallen. Unsere Biokomponenten frieren ein. Okay. Nicht sonderlich gut. Was macht ihr zwei? Ach. Ja, sollten wir aufsteigen, oder? Welches Boot müssen wir denn überhaupt nehmen? Ah, hier. Ich helfe dir. Aber wieso ist jetzt Alice ein Android? Ich verstehe das nach wie vor nicht, weil da war doch noch eine zweite Alice irgendwie. In dem Einlager. Und wieso ist jetzt dann doch wieder nur eine da? Und wieso hat unsere nach wie vor keine LED? Man, gut, kann sie ja entfernt haben, aber irgendwie ist es dennoch komisch. Also die Sequenz habe ich bisher noch nicht verstanden. Vielleicht hätten wir doch einen Bus nehmen sollen. Aber ich denke mal, dass wir dennoch eine Möglichkeit haben, hier weiterzukommen, weil ansonsten würde die Mission nicht so lang gehen. Hoffe ich. Kann auch falsch liegen. Bloß nicht reinfallen, hieß es. Das werden wir jetzt gleich merken, wenn Quicktime kommt. Sind weit genug weg. Lass uns den Motor starten. Ich mach das. Alles okay, okay, Alice? Wenn wir auf der anderen Seite sind, gibt es so viel, was ich machen möchte. Ich will alle Bücher der Welt lesen und Musik machen und tanzen. Wir können machen, was wir wollen, stimmt's? Wir sind dann frei. Ja, wir können alles tun. Wir sind dann wie eine Familie. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Es wird uns niemand mehr Befehle geben. Keine Meister, keine Sklaven. Es wird ein neues Leben. Ein Leben in Freiheit. Was ist mit dir, Kara? Was wirst du tun? Was ich tun werde? Ich lege mich ins Gras und werde den Wolken zusehen. Sie kommen auf uns zu! Oh. Wir können beschleunigen, was ist hier? Aufgeben. Alice beschützen. Luther einsetzen. Oh Gott, springen. Springen geht nicht. Da haben wir keine Möglichkeit. Wir müssen versuchen, da jetzt durchzukommen. Oh Gott, dann haben wir jetzt ein Problem. Ich wusste, das geht schief.
Luther ist tot, oder? Sie sind weg. Alles in Ordnung? Kara. Oh nein. Es wird alles gut, Alice. Es Oh nein. Es ist nichts. Das bringen wir in Ordnung, wenn wir drüben sind. Alles wird gut. Ah. Er ist tot! Luther ist tot! Ich wusste, es war ein Fehler. Das Boot hat ein Leck. Wir sind zu schwer. Wir gehen unter. Wir müssen auf die andere Seite, bevor wir sinken. Was? Ich soll beschleunigen? Komm schon. Komm schon. Über Bord werfen. Ja, müssen wir machen. Er ist eh tot. Es geht nicht anders. Es tut mir leid, Luther. Okay, dann, was kann man hier noch machen? Verringere das Bootsgewicht, was können wir beschwichtigen? Ich werde so müde. Nein, Alice, nicht, das ist die Kälte, sie macht dich schläfrig. Bleib bei mir, Alice. Du musst wach bleiben, hörst du? Stoßen. Wir werden nicht sterben, Alice. Wir schaffen es. Wir werden frei sein. Ins Wasser springen, was? Das ist keine gute Option, ne? Kara! Kara, nein! Okay, dann wird sich wohl... Tu das nicht! Kara opfern, so wie ich das sehe. Wir haben keine andere Möglichkeit, wir müssen durchhalten. Ich hoffe, dass Kara es schafft zumindest.